Es kommt darauf an, wozu die Sicherheitsbehörden gehört haben. Und dann kann das sein, dass. G141 for Equality. Okay, das müsste also hier dann die richtige sein. Bim-bidi-bim. Immer diese Fahrstuhlmusik, wenn man gelandet ist. Aktuelle Kopfgeldbescheinigung Union, bla bla for Equality und Federation, ja. Kann ich hier abgeben. Ja, ich suche schon mal die Station raus, wo ich war. Da. Dann starten wir, dann lass uns mal dahin fliegen, wie ein Schiffchen. Ja, ich bin auf dem Weg. Meine Plattform dreht schon für den Start. Ich folge dir. Yo, ich bin in deiner Frameshift-Dingsbums drin. McDaniel Tunnel habe ich aber noch mal in der Liste drin. Da wollen wir nicht hin, ne? Ne, Kimberly Enterprises. Ich habe hier keine Kimberley Enterprises. Kimberlin. Auch kein Kimberlim. Na, ich suche noch, ich suche noch. Also ich habe White in der. Ah, Camberlin, da. Gefunden. Kimberlin. Kim in Berlin, ja. Oh. Okay, den Glück. Jo, ist okay. Vielleicht kannst du das in der Station hier bezahlen. Na, hoffe ich doch. Weil sonst bin ich dir gleich eine schlechte Hilfe. Nur weil der Wichser mir in den Schuss geflogen ist, weißt du? Ja, das Problem kenne ich. Die sind ja sehr empfindlich. Weißt du, der fliegt immer in den Schuss und sagt, 200 Euro Strafe! Weißt du, wenn ich hier in Deutschland auf einen Polizisten schieße, dann kriege ich keine Strafe. Aus Versehen. Ins Knie. Ich kann ja auch mal auf dich schießen, vielleicht gibt's ja Kopfgeld. Höchstens das, was ich aussetze. Obwohl, wenn das auf dem Feld ist mit einer Software, schieße ich zurück. Immer diese Aggression, ernsthaft? Ich bin oder so Paintball. Ein. Ich bin Paintball, ich bin so ein Paypal. Ich kann mit Paypal auf dich schießen. Nee, Paintball. Also ich würde auch mit Paypal auf mich schießen lassen. Ja, aber bitte nur die 50er. Ja, genau. Also wenn du an meinen Arsch klebst, dann dürftest du gleich mit rausfliegen. Jo, bin draußen.
20 Kilometer von der Station entfernt. Bäde, bäde, bäde. Alles gut, alles gut. Das ist ja das, was mir auch immer passiert. Oh, Kadett Psychopatha, harmlos, gesucht. Coriolis Sternenhafen, welchen habe ich denn da ausgewählt? Du hast den Planeten ausgewählt. Sternhafen sind immer die Planeten. Nein, das knallt. Ne, hier, Coriolis Sternhafen ist der Typ von der Kimberlin Enterprise Station. Der was? Dieser Kubus, der nennt sich Kim, Sternhafen. Ich bin sicher gerade, stimmt. So, 36 soll ich hin, sehr schön. Fahrwerk raus. Löschen noch da. Da bist du ja. Ups. Boom, 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 überall knall dagegen. Ich kann dir die Unterstrafen auch nicht bezahlen. Okay. Dann ist das festes Kopfgeld. Gibt es festes Kopfgeld? Anscheinend. Landing Gear deployed. Ist mir neu. Also kenne ich noch nicht, wollte ich damit sagen. Oh, jetzt habe ich wieder 700.000 auf Konto. Ich werde meine Seite ausgerüstet. Jo, ich kann hier aber auch nichts machen. Weder was abgeben noch was einheimsen. Das geht ja leider nicht, komischerweise. Zu Werft. Mal gucken, was haben wir denn? Sidewinder, Eagle Hauler, Adder. Viper MK3 hat höhere Geschwindigkeit, höhere Boostgeschwindigkeit. Ich komme nicht ganz so weit mit dem ganzen Gedöns. Cobra MK3. Achso, ich wollte mal gucken, was du gesagt hast wegen Baba. Also die Viper MK3, klassisches Kampfschiff, Viper Defense Craft, bla 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 bla, auf den Markt gebracht, eingeführt, trotz der Konkurrenzzeit davon bleibt die MK3 ein High-End-Kampfschiff. Okay, Schilde, 137. Was bringen mir die Schubdüsen? Die Schubdüsen bringen dir höhere Manövrierfähigkeit und höhere Geschwindigkeit. Frameshift. 18 Tonnen. Schöne. 282. Kraftwerk, habe ich ein besseres? Treibstofftank brauche ich hören. Gibt es keinen. Schildgenerator. Du hast die Viper, ne? Ja. Na gut, dadurch, dass ich Kampfschiff gegen Kampfschiff tausche, kann ich hier eigentlich meinen auch dagegen verkaufen. Kosten für neues Schiff? Verkaufen direkt. Versuch
gerade einen besseren Schildgenerator zu finden. Was ist denn Teil? Ich habe schon Klasse 3 Schildgenerator drin. Klasse 3 ist gar nicht so wichtig, sondern diese ABC-Nummerierung habe ich gelesen. Klasse 3, also die Klasse bezeichnet immer die Masse, die die Schilde irgendwie abdecken können. Und dieses. Also je höher der Rang, desto besser. Ja, also du hast ja diese ABCD-Wertung. Also A ist das Beste. A ist das Beste. Genau, und wenn du die Klassen hast, umso größer die Klasse ist, umso mehr Volumen bei den Schilden kannst du abdecken. Das heißt, wenn du einen Transporter hast und dann aber nur so einen kleinen Klasse 1 Schild oder 2 Schild reinmachst, dann kann da halt aber die Masse nicht abdecken. Ja, ich habe einen gefunden, der mir gefällt. Neues Schiff kaufen, altes verkaufen. Kosten für ein neues Schiff sind 142.000 Credits. Teilwechsel beim alten Schiff sind 639. Ja, das kriegst du noch zusätzlich dazu. Ich krieg 639.000 für mein Schiff? Ja. Holla die Waldfee. Aber das Geld kriege ich ja auch so, wenn ich es separat nachher verkaufe, ne? Ja. Dann überlegen wir, ob ich mir einen Frameshift-Unterbrecher hole. Aber wofür? Naja. Ich hole mir erstmal die Viper jetzt. Planeten-Anflug-Suite. Die sieht aber rostig aus. Die Viper sieht vom Cockpit richtig scheiße aus. So, Ausrüstung. Uiuiuiui. So. Kraftwerk. Was habe ich denn drinne? Klasse. Oh, ich habe noch kein neues Skin fürs Armaturbrett, schade. Ich habe jetzt einen E3er drin. Elektronische Gegenmaßnahmen. Raketenabwehrsystem. Das wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Ja. Aber taucht meine Reichweite runter. Schubdüsen. Erstmal gucken, was wir an Schubdüsen haben. Schubdüsen A2, B3. Impulslaser. Ich habe hier nur B3 Schubdüsen. Ja. Gleichen. Schubdrüsen, Energieverteiler, da brauche ich einen besseren. Ich habe einen E3er drin. Ja, nehmen wir einen Energieverteiler C3. Legierung. Scheiß aufs Jumpen erstmal, wir wollen ja mal kurz jumpen. So, warte mal. Ja. Werkzeug, kleine Aufhängung, was sind Werkzeugdinger? Was kann man da noch reinhängen? Scanner und so. Tötungsbefehl, Scanner, yep. Modul, klar will ich einen Tötungsbefehl, Scanner haben. Die haben nur einen, C0. Schnitzeljagd, 102.000, da können wir unser Konto gleich wieder aufhören.